Am Freitag hat das Hochwasser an der Koblenzer Schleuse einen großen Baukran unterspült. Das hatte zu einem Einsatz der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks geführt. Die dort arbeitende Baufirma hatte die Rettungskräfte informiert, da man Angst hatte, dass die Maschine umstürzen könnte. Daraufhin waren dann 3 Häuser vorsorglich evakuiert worden. Am Freitagabend gab es dann die Entwarnung. Große Kritik am Landesbetrieb Mobilität Koblenz kam jetzt von Seiten des Landesrechnungshofs Rheinland-Pfalz. Demnach würde die Hälfte der Bauvorhaben länger dauern als geplant. Noch schlimmer sei jedoch, dass anschließend auch oft Baumängel an den fertiggestellten Projekten festgestellt werden. Das beeinträchtigt unter anderem die Sicherheit und Lebensdauer der Straßen. Weiter wirft der Rechnungshof dem LBM vor, dass nicht untersucht werde, warum Projekte teurer werden als ursprünglich geplant. Des Weiteren würde die Behörde bei der Planung von Projekten die anstehenden Kosten nur ungenau schätzen, weshalb die Bauprojekte oftmals teurer werden als nötig. Die Corona-Pandemie hat auch ihren Einfluss auf die Mitgliederzahlen der Sportvereine in Rheinland-Pfalz. Nach eigenen Angaben haben die Vereine im Jahr 2020 rund 17.500 aktive Mitglieder verloren. Zwar sei die Austrittswelle nicht so groß wie befürchtet, allerdings könne sich die Zahl in diesem Jahr noch erhöhen. Der Sportbund Rheinland sieht unter anderem fehlende Wettkämpfe und gesperrte Trainingsanlagen als die Hauptgründe für die Austritte. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.